Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Folge 2 der Reihe Lesezeichen hier aus der Stadtbücherei Augsburg. Wie schon am 1. September sind der Buchhändler Kurt Idritzewitsch und ich wieder hierher gekommen, um über Bücher zu sprechen, um über unsere Lektüren zu reden, den Buchmarkt, Preise und allerlei Dinge, die uns aufgefallen sind. Wir sind leider heute ohne Zuschauer hier in der Stadtbücherei aus bekannten Gründen. Aber das sollte Sie, da Sie uns auf einem Bildschirm jetzt dann sehen, nicht weiter stören. Wir fangen gleich an, indem wir mal uns anschauen, was wir die letzten 3 Monate so gelesen haben, was gerade bei uns auf dem Nachttisch liegt, wo die Lesezeichen noch drin liegen, in welchen Büchern. Und vielleicht, Kurt, erzählst du uns mal, was gerade bei dir anliegt, beziehungsweise was frisch zur Seite gelegt worden ist. Tja, guten Abend, Michael, guten Abend, liebes Publikum. Es ist sehr viel los in der Literaturszene. Also ich bin tatsächlich sehr überrascht. Es gibt sehr viel Lesestoff. Und es gibt natürlich die Pflichtaufgaben, das ist, wenn wir literarische Salons vorbereiten, da geht es natürlich, die Bücher zu lesen, die da in Frage kommen, die besprochen werden. Und dann kommt das der Vorbereitung auf den Herbst. Wir müssen dann die aktuellen Herbstbücher lesen. 2 Dinge, mit denen ich mich gerade sehr beschäftige, Michael, ist Florian Illis, der jetzt sein Nachfolgerbuch präsentiert hat, Liebe in den Zeiten des Hasses. Ganz interessanter Titel, das bildet die Jahre 1929 bis 1939 ab. Und es ist sehr interessant, darin zu lesen, wie es Menschen, Intellektuellen, Schriftstellern, Künstlern, Literaten so ging in dieser Zeit. Und Illis hat meiner Ansicht nach aus seiner letzten großen Chronik 1913 ist das Beste daraus gemacht. Und ich bin total überrascht, wie gut sich das liest und wie man kann einfach ein bisschen reinblättern und ist in einer ganz anderen Welt, in einem anderen intellektuellen, künstlerischen Kosmos des damaligen Deutschlands. Parallel dazu habe ich begonnen, einen ganz großen Roman zu lesen, nämlich von Jonathan Franzen, Crossroads, war eigentlich ein bisschen skeptisch angesichts der unglaublichen Fülle von 850 Seiten. Aber das Buch hat mich so angezogen und in das Thema hereingezogen, dass ich bis gestern Abend noch gelesen habe, jeden Tag vielleicht 100 Seiten. Und es ist ein Buch, von dem wird man noch sehr, sehr lange reden. Ich glaube, muss man jetzt nicht unbedingt ausführen, dieses Buch hat literarisch Maßstäbe gesetzt und ich freue mich jeden Tag auf die Lektüre dieses Romans von Crossroads. Und bevor ich dann endgültig ins Kissen sinke, habe ich auf meinem Nachttisch, Michael, noch einen Krimi, und zwar von Simon Beckett, das heißt Die Verlorenen. Und mit dem beende ich dann meinen Lesetag und meine Lesenacht. Und dann langt es wieder bis zum nächsten Tag. Ja, wir haben jetzt den glücklichen Fall, dass wir beide parallel, was ja nicht so oft der Fall ist, tatsächlich dieselben Bücher, zumindest was den Illis angeht und auch den Jonathan Franzen haben. Wobei ich sagen muss, ich habe den Franzen jetzt erst angefangen. Ich habe heute früh noch drin gelesen und bin ähnlich wie du vollkommen begeistert und frage mich, wenn das so weitergeht, wie es bis jetzt, bis Seite 140 gelaufen ist, dann ist das ein Wahnsinnsroman. Und natürlich ist er dick, aber ehrlich gesagt war mir schon nach 40 Seiten klar, dass mich unheimlich beruhigt, dass das erst der erste Teil einer Trilogie ist. Das heißt, da kommen noch 2 dicke Bücher nach. Und Franzen ist einfach, allein wie er sich in Menschen hineinversetzt, wie er die Beziehungen zwischen Geschwistern schildert, es ist unglaublich und es ist auch eine hervorragende Übersetzung, weil es ist sprachlich auch grandios. Und der Illis, wie du schon gesagt hast, episodenhaft, ein unglaubliches Name-Dropping von Remarque über Brecht, Thomas Mann, Klaus Mann. Die wilden Berliner Jahre, gerade die Ende der 20er Jahre. Es wird geliebt und gestritten und es wird geheiratet und sich wieder getrennt. Das ist unglaublich. Also nach
zwei Stunden Ilis lesen, hatte ich irgendwie das Gefühl, mein Leben ist extrem langweilig. Ich weiß gar nicht, wie man so eine langweilige Existenz führen kann, weil das wirklich unglaublich ist, was die Menschen in wenige Lebensjahre natürlich unter äußerem Druck hier und da reingepresst haben. Also sensationell. Ist dir, Michael, aufgefallen bei Ilis, fand ich ganz interessant, diese ungeheure Reisetätigkeit, entweder aus purer Angst heraus oder aus Reisetätigkeit, um in die Sommerfrische, aus der Sommerfrische zurück. Da wird wahnsinnig viel Eisenbahn gefahren, also die sind sehr, sehr viel unterwegs, da der Nachtzug und da ein Schlafwagen und hier wieder Ankunft in Budapest, in Berlin. Ja, also, und ständig das Schiff nach New York. Also, genau, ich meine, das Exil. Ja, klar, das steigt ja. Man so, wie wir sagen, ja, ja. Jetzt fahren wir mal mit der Linie 4 irgendwie nach Ferse oder so, da fährt die gar nicht hin. Aber jedenfalls, ja, man ist dann mit dem Schiff nach New York, war dann aber wieder zurück in Berlin, um sich dann aber später in Paris zu treffen. Das waren allerdings die Jahre, wo das Ganze noch so ein freiwilliges Reise war. Das kippt ja dann, und wenn die Leute dann wirklich fliehen müssen aus Nazi-Deutschland und zum Teil nichts mitnehmen können und sich davonschleichen müssen über Umwege, oft über andere Länder, um nach Paris zum Beispiel zu gelangen, in diese exzellenten Hotels. Das ist dann eine andere Art des Reisens. Aber es ist klar, da ist unheimlich viel Bewegung in diesem Buch. Er schildert das wirklich sehr packend und er macht das auch literarisch sehr geschickt, indem er einfach wirklich ja, so erzählt, als würden wir selber morgens mit am Tisch sitzen, wenn der Streit zwischen den Paaren wieder ausbricht. Also großes Buch. Vor allem das jüdische Leben hat sich ja komplett verändert und wie schnell das geht und wie dann plötzlich aus der Fülle heraus der Kunst und der Theater und der Literatur plötzlich Ängste entstehen. Also es gibt ja nochmal ein Tagebuch von Klemperer, also wie er das ganz genau beschreibt, also ein jüdischer intellektueller Wissenschaftler, der plötzlich unter Druck gerät, ob seines Judentums. Also da ist das schon sehr nah, dann ist es schon teilweise auch sehr bedrückend, ja, natürlich, weil man diese Ängste auch ein bisschen nachfühlen kann. Klar, man merkt einfach auch, wie sich die Perspektiven verengen für die Leute und wie einfach aus dieser unglaublichen chaotischen Fülle des Weimarer Republik, wie das dann langsam so ab 32 eigentlich schon immer bedrohlicher, enger wird und spätestens nach 33 dann zum Teil für viele einfach nur noch ein Überlegen ist, wie komme ich raus, mit wem komme ich raus, kann ich überhaupt noch was mitnehmen oder wer bringt was mit. Also Ilis ist ein großes Buch, wo man auch sehr viel lernt über die Zeit und natürlich auch merkt, wer mit wem alles da verbandelt waren, zu dritt, zu viert, zu zweit, also es ist unglaublich. Ich glaube, das ist so ein großes Buch, was man auch empfehlen kann für die kalte Jahreszeit, heiß, wenn man das liest. Wenn man jetzt nach hinten sieht, sieht man es ja, die kalte Jahreszeit hat uns jetzt empfangen. Und das Gute ist, man kann es auch chronologisch lesen, ist also wieder chronologisch aufgezogen. Man kann also irgendwo reinblättern in ein bestimmtes Jahr, in eine bestimmte Zeit. Und das erleichtert einem eigentlich auch die Lektüre. Man muss jetzt nicht von vorn bis hinten alles durchlesen. Man kann es einfach ein bisschen reinblättern und sich dann tatsächlich fangen lassen von diesem Ilis. Gut, so viel zu Ilis und zu Jonathan Franzen und seinem in der Tat grandiosen Roman Crossroads. Was haben wir noch so gelesen, Kurt? Was können wir noch? Von welcher Lektüreerfahrung seit dem Herbst möchtest du uns noch kurz berichten? Es gibt natürlich viele andere, also auch diese aktuellen, die sowieso angesagt waren und die ja jetzt die Bestsellerlisten auch erreichen. Ob jetzt Dunkelblumen von Menasse bis über Juli C. sind viele Romane, die uns jetzt bei uns auch in den Läden liegen und die sich alle lohnen. Ich sage, also ich bin überzeugt davon, es ist ein sehr starker Leseherbst, ein Winter des großen Lesevergnügens. Also ich denke schon, es war nicht immer so, es ist nicht jedes Jahr so, dass man gute Lektüre hat, aber diesmal ist der Lektürestand sehr gut. Und egal, ob uns ein Lockdown erreicht oder nicht, also Leute, es gibt viel zu lesen. Ja, das gibt es immer. Ich will noch was sagen zu einem Buch, was ich auch gerade, das kann man auch so ein bisschen zwischendrin lesen, parallel lesen zu anderen Büchern. Antonio Muñoz Molina, ein großer spanischer Autor,
gehen allein unter Menschen. Da muss ich wieder loben, die vielen Literaturbeilagen in den Zeitungen, sonst wäre ich nämlich auf dieses Buch gar nicht gekommen. Das ist dort besprochen worden und ich war sofort elektrisiert, weil es im Prinzip so ein Flaneursbuch ist. Der Molina ist in einer Zeit, als es ihm nicht so gut ging, sehr viel einfach nur durch Städte gelaufen, durch seine Heimatstadt Madrid, aber auch durch Paris, durch New York, und hat dort manisch geradezu Notizen gemacht. Er hatte immer ein Handy dabei, wo er zum Teil Gespräche in der U-Bahn aufgenommen hat von Leuten, die im Café neben ihm saßen. Er hat immer ein Notizbuch dabei gehabt, wo er sich alles aufgeschrieben hat, was er gesehen hat. Sprüche von Werbetafeln, von Plakaten, in Geschäften, in Schaufenstern. Er hat sogar Material von der Straße gesammelt, Papiere, Zettel unter Windschutzscheiben und hat daraus Collagen gebaut. Einfach sein Versuch, sich total mittels der Sprache und den Zeichen im öffentlichen Raum sozusagen die Wirklichkeit anzueignen und über dieses Sammeln und über dieses Authentizität zusammenkehren, sich irgendwie wieder zu stabilisieren und so sein Schreiben auch ein bisschen zu erlösen von der Fiktion und einfach nur zu sagen, ich arbeite mit dem vorgefundenen Material. Das Ganze ist in vielen, wie ein Kaleidoskop, in vielen kleinen Partikeln gebaut, das Buch. Unter anderem sind auch Collagen abgebildet. Dann erinnerte er sich und er hat kleine Ausflüge, Mini-Essays, kleine Betrachtungen. Dann hat er wieder irgendwie 3-4 Seiten, wo er einfach nur schildert, was auf einer U-Bahnfahrt passiert. Also dieses Buch hat mich total gepackt, weil es so eine Mischung aus Journal, Materialienbuch, so ein bisschen Brinkmann, Rom, Blicke ist da auch mit drin. Aber auch ein Buch, das über die Lust am Gehen in der Stadt erzählt. Und das wäre also mein, unter den letzten 5-6 Büchern, die ich gelesen habe, etwas, was ein Solitär ganz einsam dasteht. Und wenn ich jetzt schon gerade im Rausch des Schwärmens bin, noch ganz kurz, weil nicht, dass Sie denken, müssen denn alle Bücher, die da irgendwie besprechen, müssen die denn alle so dick sein, dass ich die also gerade noch in den Kofferraum kriege? Ne, es gibt auch ganz dünne Bücher. Werner Herzog, Das Dämmern der Welt, das hat ein bisschen mehr als 100 Seiten, eine wunderbare Erzählung über eine reale Person, einen japanischen Soldaten, der irgendwo auf einer philippinischen Insel nach dem Zweiten Weltkrieg vergessen worden ist und immer noch seinen Auftrag erfüllt, diese Insel für Japan sozusagen zu besetzen. Und Herzog ist diesem Mann auch tatsächlich begegnet in Japan. Und wie er dessen Zeit und diese wahnhafte Welt, in der er da zurückgezogen war, schildert, in diesem Buch ist sensationell. So, jetzt muss man auch, erstens mal hat man deine Liebe, deine Leidenschaft zum Sanieren natürlich deutlich jetzt durchgehört. Das finde ich immer wieder schön, dass einen die Bücher auch finden, gell? Also dass man sagt, ja, ich bin, also du als Flaneur, auch mit Kamera, und so habe ich die auch immer wieder kennengelernt und gesehen, ist ja interessant, dass einem dann so ein Buch dann auch noch begegnet, und man freut sich natürlich, wenn man dann sich selber dann in diesen Büchern begegnet. Ich möchte noch auch die Zeitungen ein bisschen loben. Wir haben hier ein bisschen aufgeblättert, dekoriert, Zeitungsbeilagen, ist tatsächlich, haben die Zeitungen, Tageszeitungen wieder große Beilagen gemacht, auch die Wochenzeitung Die Zeit, aber auch die Tageszeitungen bis zur Augsburger Allgemeinen, A3 Kultur, überall Literatur mit breitem Raum, und das freut uns natürlich, das freut den Buchhändler, das freut aber auch den Leser, weil wir dann doch in diesem ganz großen Meer der Neuerscheinungen. Ich bin jetzt gespannt, was passiert mit den Neuerscheinungen, Michael, wenn das Papier ausgeht, also die drohende Papierkrise. Ja, da müssen wir gucken. Vielleicht schadet jetzt gar nichts, wenn auch ein bisschen weniger produziert wird. Ja, oder ein bisschen dünner schreiben. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, den Lieferengpässen ein bisschen was entgegenzusetzen. Ja. Wenn drei jeweils 200 Seiten schreiben, dann haben wir doch drei Bücher schon mal erschienen, statt einer mit 600 oder 650. Aber nachdem wir bei Jonathan Franzen so begeistert sind, können wir jetzt kein Plädoyer mit Schreibt kürzer machen. Aber ich habe im Moment nicht den Eindruck, als würde das Papier, als würde irgendwas zurückgehalten. Ist das so? Ich weiß nicht, gibt es da Hinweise, dass bestimmte Dinge nicht auf die Welt kommen, weil es kein Papier gibt? Es gibt eindeutige Signale aus der Druckereibranche für nächstes Jahr. Also jetzt für die Herbst- und Winterproduktion ist das Papier wohl
im Raum und vorhanden, aber jetzt gibt es große Sorgenfalten bei den großen Druckereien. Das betrifft natürlich auch die Zeitungen und Zeitschriften. Es wird, der Markt verändert sich gerade, es wird teurer, das Papier. Und wir werden sehen, wo rationiert werden muss. Mhm. Aber gut, das Schöne, das wissen ja alle Leserinnen und alle Leser, das ist ein bisschen traurig vielleicht, wenn die eine oder andere Neuerscheinung auf sich warten lässt oder auf ganz dünnem Papier oder wie auch immer daherkommt. Aber wir sitzen ja hier in der Stadtbücherei, wenn ich mich hier so umschaue, es ist genug Stoff da, um kleine Lieferengpässe zu überbrücken. Also ich glaube, man könnte, ist doch eigentlich, weiß jeder Leser, ja, man könnte locker 20, 25 Jahre mal eben überbrücken mit dem Vorhandenen und mit dem, was nicht gelesen ist. Insofern wollen wir jetzt niemandem Angst einjagen, wer jetzt das Gefühl hat, nächstes Jahr sitzt er auf dem Trockenen, der kommt einfach mal hierher oder in die Buchhandlung, da ist ja auch noch ein bisschen was auf Lager. Und dann wird sich die Sorge zerstreuen lassen, ja, da bin ich, ja, relativ sicher. Kurt, wir haben ein großes Programm heute Abend und deswegen müssen wir uns jetzt von unseren Lektüren ein bisschen entfernen und müssen zu dem Thema kommen. Seit wir zuletzt hier mit Lesezeichen waren, Anfang September, hat sich einiges getan in Sachen Preise. Hm. Wir haben den Deutschen Buchpreis, wir haben uns über Longlists gebeugt. Wir haben gesehen, welche Shortlist rausgesiebt wurde. Und wir haben natürlich, wie immer, im Oktober den Literaturnobelpreis. Und ja, lass uns doch da mal sagen, wie ist das denn bei uns angekommen? Fangen wir mal mit dem Literaturnobelpreis an. Ja. Er ist leider noch nicht übersetzt. Es kommt jetzt Ende November. Doch, es ist jetzt, November ist erschienen. Eins ist erschienen, ja. Okay, ja. Jetzt, und für mich vollkommen unbekannter Autor, ja. Und das Komitee hat sich wohl jetzt wieder gefangen. Wir hatten ja da große Turbulenzen, es war gar nicht sicher, wie die Zukunft des Nobelpreises sich vorzustellen ist. Jetzt ist wieder ein Nobelpreis verliehen worden und wir sind eigentlich froh, weil der Nobelpreis natürlich auch wieder Effekt, also die Aufmerksamkeit auf das Buch lenkt. Und auch Interesse an diesem. In dem Fall des Herrn Gurnah muss man ja sagen, und das war ja wirklich nicht so oft der Fall, dass selbst ausgewiesene Literaturredakteure, Kenner erst mal ein bisschen gestutzt haben, huch, wer ist denn das? Und dann tatsächlich ein bisschen gucken mussten, erst mal, was gibt es denn von dem, habe ich noch nie was gelesen. Das heißt ja jetzt zunächst mal nicht, dass das eine schlechte Entscheidung ist, wenn den viele nicht kennen. Aber ich habe mir irgendwie überlegt, ist denn nicht so ein Literaturnobelpreis auch, hat der nicht auch ein bisschen die Rolle, letztlich nicht nur ein Autor und sein Werk auszuzeichnen, sondern vielleicht auch eine große Lesegemeinde irgendwie darin zu bestätigen, dass das, was sie gerne und viel lesen, auch gut ist. Und das scheint mir in dem Fall Gurnah jetzt irgendwie nicht ganz der Fall zu sein. Es gab zwar einige ins Deutsche übersetzte Bücher, alles vergriffen. Ja. Jetzt kommt eben das erste wieder, sein Bestes, wie eigentlich alle sagen. Gab die Vorwürfe, dass da mehr das Thema ausgezeichnet worden ist, Antikolonialismus und so weiter und so fort. Das Schicksal eines, der von Sansibar nach Großbritannien gegangen ist, also Migration, da steckt vieles drin. Dass man vielleicht eher das Thema auch ein bisschen ausgezeichnet hat und nicht nur die literarische Qualität. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe nichts gelesen und bin ein bisschen demütig geworden, weil man oft sagt, oh, was ist denn das wieder? Aber solange man es nicht gelesen hat, Vorsicht. Aber ich sehe das ähnlich. Also man kann sich auch in der internationalen Literatur gibt es auch noch andere Dinge als die westlichen. Und auch auf das kann man sich natürlich einlassen, finde ich auch richtig. Ob es nicht unbedingt gerade in deutscher Sprache zur Verfügung stand. Aber ich habe von ihm nur einen Text gelesen in irgendeiner Zeitung, war ein Abdruck, das war erste Klasse, erste Wahl. Hat mir gut gefallen. Und natürlich ist es immer so, Michael, bei Preisen, wer zahlt, schafft an, das ist ja klar. Es gibt eine Jury, diese Jury wählt aus und ist sofort umstritten. Das ist klar, das ist eigentlich das Wesen. Das gehört auch dazu, aber hier war nicht nur das Umstrittene, sondern da war wirklich die Überraschung, präsent war. Also jedenfalls nicht in der Tiefe, würde ich sagen. In der Breite sowieso nicht. Völlig richtig, ja. Aber das heißt ja nichts, das ist richtig. Das kann ja auch ein Hinweis sein, Leute, kümmert euch um diese Bücher, da ist noch ein Schatz zu heben.
Und ich weiß es nicht. Auch über diese manchmal nicht unbedingt nachvollziehbare Wahl kommt ja auch der Nobelpreis selber ins Gespräch. Wir hatten ja auch schon Menschen, die auch völlig Autoren, die völlig unbekannt oder Autorinnen unbekannt waren, die man dann kennenlernt, sagt, ja, es ist vorzeigbar. Und diese Preise, sei es jetzt auch, wenn wir jetzt über den Deutschen Buchpreis reden, auch das ist ja oft nicht nachvollziehbar, eben anhand derjenigen Titel, die gar nicht auf die Longlist draufkommen. Also warum ist XY nicht drauf, aber und so weiter. Ja. Und man spürt natürlich da, wo eigentlich die Schnittstelle sieht, wo sitzt denn eigentlich das Problem? Ja, das Problem sitzt in der Jury. Also wo kommt die Jury her? Wer wählt die Jury aus? Was wird da besprochen? Was wird nicht gesprochen? Wird aus moralischen Gründen, wird man aus, was sagt jetzt, ist endlich mal Afrika dran oder wie auch immer, was man da dahinter vermutet. Letztlich ist eins klar, Michael, wir wissen es nicht. Wir können es nur vermuten. Auch beim Deutschen Buchpreis war die Irritation auch groß. Die Irritation war da. Sag, warum ist XY nicht auf der Liste und wer kommt auf die Shortlist und warum? Warum fallen es aus der Longlist raus oder ganz raus? Ah ja, es ist im Gespräch und das denke ich mal, das schafft Diskussionen, auch Literaturdiskussionen. Und so wird es uns immer wieder gehen. Das wird uns nicht erspart bleiben, dass wir auch die Jurys kritisieren oder auch nicht, wenn es uns Freude macht. Wird die Jurys zu Recht nicht interessieren, was wir da sagen. Aber komm mal kurz zum Deutschen Buchpreis. Ja. Du hast mir da was voraus. Du hast es gelesen, ja. Die blaue Frau. Ich habe es nicht gelesen und ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr lesen. Willst du kurz was dazu sagen, weil Deutscher Buchpreis können wir nicht einfach übergehen? Wir haben es im literarischen Salon ausgiebig besprochen. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Mir hat das Buch nicht überzeugt. Das muss es auch nicht. Es gab viele, meiner Ansicht nach, also ich konnte es nur so, wie ich es empfunden habe, Dinge, die mir unklar waren, die mir auch literarisch unklar waren. Und ich warte jetzt eigentlich drauf, wie das Publikum das rezipiert, was der Leser mit diesem Buch zu tun hat, was er daran findet. Ich bin gespannt. Mir persönlich hat es tatsächlich nicht so gut gefallen. Und ich habe auch die Kritiken dann nachgelesen. Und es war tatsächlich ein bisschen irritierend in der Kritik auch. Manche fanden es richtig gut und manche fanden es eher schwierig. Aber tatsächlich ist die blaue Frau der Deutsche Buchpreis und so ist es. Und deswegen kann man sich jeder selber davon überzeugen, was davon zu halten ist. Die blaue Frau. Da hat das Papier noch gereicht. Da hat es gereicht. Okay. Wir haben eben über die Beilagen gesprochen und über Jurys und Preise, Shortlist, Longlist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber das mag sehr subjektiv sein, dass wir gar keinen Kanon mehr hinbekommen. Also ich hatte irgendwie früher das Gefühl, du schaust 7 Zeitungen an, die dann sagen, das sind die besten Bücher des Jahres oder das empfehlen wir für Weihnachten. Und dann hörst du irgendwie, ja, also das gibt Schnittmengen, wo man sagt, vielleicht liegt in dieser Schnittmenge so ein bisschen der Kanon. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, es spreadet total aus. Es gibt überhaupt gar keine Commitment mehr, dass man sagt, aha, also da scheinen sich einige doch auf so 4, 5 Bücher zu kaprizieren. Es geht kreuz und quer, es ist alles möglich. Nur mal als Beispiel aus dem letzten Spiegel, wo dann die Liste unserer 12 besten Bücher, das sind 6 Sachbücher und 6 Romane. Erstaunlicherweise sind die 6 Bücher des Jahres aus der Sicht der Spiegel-Redaktion lauter Bücher von Frauen. Vielleicht auch nicht erstaunlich, der Herr Gurner ist jedenfalls keine Frau gewesen. Judith Herrmann, Daheim, okay, Eva Menasse, Dunkelblum, Johanna Adoyan, naja, okay, Identity. Frage ist einfach, gibt es keinen Kanon mehr, wo ich sage, ich glaub, da gibt es ein bisschen Überschneidungen, Schnittmengen einfach. Es gibt wenige Schnittmengen, aber das ist internationale Wahrnehmung ist schon da. Friendson ist ein gutes Beispiel dafür, wurde international sofort rezipiert und besprochen.
Und dann verliert sich das. Das stimmt. Und das liegt auch an der Zersplittertheit, auf der Aufgesplittertheit des Literaturbetriebs selber. Mhm. Es gibt Blogger, es gibt unterschiedliche Medien, es gibt Podcasts. Also wenn ich selber, der ich die Literatur ja ziemlich, oder das literarische Geschehen ja ziemlich genau beobachte, ich komme eigentlich auch nicht mehr hinterher. Mhm. Es gibt interessante Sendungen, Divan, Sonntag 14 Uhr im Bayerischen Rundfunk, eine hervorragende Sendung. Ja, muss man auch sehr Stunde Zeit nehmen. Es gibt die literarischen Sendungen im deutschen Fernsehen, im Schweizer Fernsehen. Das ist alles sehr, und überall sehe ich andere Bücher, sehe ich interessante Bücher. Also die Wahrnehmung von Literatur ist genauso, wie wir sie empfinden. Also sehr aufgesplittert, sehr breit gefächert. Und da einen Kanon zu finden, es gibt ja auch keine Instanz. Also das früher war gewisse Instanz, das stimmt, literarische Quartett. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, was die? Und da ist jetzt ja wirklich, da konnte man sich ja dran reiben und sagen, da ist eine Instanz da. Jetzt ist vielleicht noch, wenn man es denn mag oder nicht, Dennis Scheck, es gibt ein paar Instanzen, aber so die Instanz selber, auch kann ich bei den Tageszeitungen, die wir aufmerksam verfolgen, auch keine Instanz feststellen oder jemand, der sagt, also vielleicht Volker Weidemann, der sehr ausführlich sagt, das ist einer, der uns die Literatur vorstellt. Aber ich denke, es ist tatsächlich so, wie du das empfindest. Vielleicht brauchen wir auch keinen Kanon. Mir ist es nur aufgefallen, dass das früher, da hat man so, okay, und da gibt es natürlich immer noch Satelliten, die drumherum kreisen, aber da war so eine gewisse Mitte, wo man gesagt hat, also das muss einen Grund haben, dass sich da mehrere aus verschiedenen Ecken auf so paar Bücher einigen. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt weiß ich nicht, ob das schön ist. Es gibt einen Megakanon, wenn man es denn so will. Das ist die Bestsellerliste. Ja. Und die hat nur eine gewisse Relevanz. Das sieht man auf den Büchern. Hier zum Beispiel, Deutscher Buchpreis, das ist, oder Bestseller auf den Büchern drauf. Ja. Also das ist das Einzige, was sagt, wenn wir denn nur gucken, was ist denn eigentlich, also Bestseller, also was wird verkauft, da geht es jetzt ums Verkaufen. Und das ist vielleicht nur die einzige Instanz, die uns geblieben ist. Also gucken wir mal, was wird denn eigentlich gut verkauft. Und dann wird man staunen, was gut verkauft wird und was wir als gut empfinden. Auch das ist ja auch... Ja gut, das war aber immer schon so. Also sonst müsste der Molina da stehen, aber ich glaube, der wäre, wenn die Bestle bis Platz 67 ginge, wäre auch da wahrscheinlich, ja, vielleicht auf Platz 67 dabei. Wir wollten auch natürlich, es ist, erster Advent liegt hinter uns, wir haben noch gute drei Wochen und dann ist Weihnachten, so wurde mir das immer erklärt, ist das Branchenfest überhaupt für den Buchhandel. Er macht irgendwie ein Drittel oder die Hälfte seines Umsatzes in den Wochen vor oder um Weihnachten rum. Du bist der Buchhändler, ist es noch so oder ist das irgendwie jetzt verzerrt, eventuell auch durch Corona, das Bild? Es ist erstens verzerrt durch Corona und zweitens war dieser Mythos des Weihnachtsgeschäfts, der hat sich schon lange verändert und zwar verdichtet. Er hat sich verdichtet auf die letzten 2 bis 3 Wochen maximal. Und das war schon erheblicher Aufwand für alle, die sich damit beschäftigen, dort diese Dichte, die ganze Lieferbarkeit noch herzustellen. Früher war es tatsächlich so mit dem ersten Advent, also das war noch etwas breiter. Jetzt ist es sehr verdichtet und am Schluss, vielleicht vor der Pandemie, vor 2020, also das Weihnachtsgeschäft 2019 noch, da sieht man es dann die letzten 2 Wochen dann noch. Ja. Und da muss man dann richtig gut sein und da verdichtet sich das dann. Also von einem Weihnachtsgeschäft zu reden, ist fast ein bisschen übertrieben. Es gibt dann einfach erhöhten Umsatz, natürlich, aber man muss dann sehr schnell in sehr großem Umfang auch lieferfähig sein. Ja, die Leute sind ungeduldig wahrscheinlich. Ja. Oder wenn jemand sagt, will das haben, dass sie einen Tag noch aushalten, aber wenn du sagst, wir müssen mal schauen, ob das in den nächsten 2 Wochen kommt, dann ist irgendwie, dann nehmen sie den nächsten auf der Bestsellerliste, wer halt da ist. Weiß es nicht. Und manchmal auch das, wenn es als Geschenk geeignet oder als Geschenk gefordert ist, aber auch es ist einfach sehr, sehr, das Buch ist nicht jetzt etwas, wo man 3 Monate vorher schon überlegt, was können, es gibt auch die, aber das Buch ist ein schnelles und ein spontanes Geschäft, also jetzt brauchen wir noch was zum Lesen, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was Lektüre für die Feiertage oder für den Betriebsurlaub und so und da hat sich das einfach auch verändert. Es muss ein schneller Zugriff möglich sein und das ist man auch. Und dann muss auch eine gute Qualität da sein und die ist jetzt in dem Fall gegeben. Und wir hoffen alle, kein Lockdown, bitte. Ja.
Herr ja, Söder. Schon schlimm genug, dass wir hier ohne Publikum sprechen. Aber das in der Tat wollen wir mal nicht hoffen. Wir haben eben über dicke Romane gesprochen, ja, über den Buchhandel, über das Geschäft. Mir ist aufgefallen, schauen Sie mal, so ein Taschenbuch, wie man sie früher eigentlich überall auf Schritt und Tritt hatte, ganz leicht, ganz dünn, gab es keine Papierengpässe, aber auch kein besonders gutes Papier. Jeder kennt diese roten Roro, Camus, Sartre. Das waren so tolle Taschenbücher, die im Prinzip die Seiten schon angefangen haben zu vergilben, in dem Moment, wo man sie aus der Buchhandlung nach Hause getragen hat. Und wenn man dann irgendwie bei starker UV-Einstrahlung im Sommer mal 3 Tage drin gelesen hat, da waren die Seiten eigentlich schon fast in Auflösungsprozess und ganz gelb. Trotzdem war das natürlich eine wunderbare Sache, weil das einfach so ein allgegenwärtiges Medium war. Und ich habe irgendwie die Beobachtung gemacht, aber das kann völlig subjektiv sein. Und du sagst, das ist ganz falsch. Wir stehen in einer dritten Blüte des Taschenbuchmarktes. Aber ich habe das Gefühl, die Taschenbücher sind irgendwie verschwunden. Ich sehe nur noch gebundene Bücher. Gut, wenn man allein das hier vergleicht, also das ist unglaublich. Aber gebundene Bücher sehe ich viel. Aber ich sehe kaum mehr diese ganz dünnen, im Übrigen damals auch, steht gar kein Preis mehr, aber wahnsinnig günstigen Taschenbücher. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, das Taschenbuch verschwindet uns langsam. Es mag schon sein, es verschwindet zumindest aus der Wahrnehmung. Also in der Wahrnehmung ist das Taschenbuch, spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Ist mir auch aufgefallen, da ist was dran. Da kann man jetzt lang drüber nachdenken. Ein Grund ist sicherlich die E-Books. Also man kann Bücher jetzt auch auf E-Books, sind auch leicht, kann man auch mitnehmen, hat man im Tablet. Auch das mag vielleicht der Grund sein, dass der Taschenbuch eher E-Book-Geschichte das ist, also sein, digitalisiert werden. Und das Zweite ist vielleicht, das wäre jetzt die Frage, der könnte man nachgehen, das könnten vielleicht auch unsere Leser beantworten, es hat vielleicht auch nicht mehr so einen Status, also so ein Statussymbol. Ja. Ein Taschenbuch hat man immer dabei, hat man in der Jacke, hat man in der Tasche immer dabei. Mittlerweile hat man entweder größere Taschen auch für Hardcover oder keine Zeit mehr unterwegs, bleibt wenig Zeit. Lesen, ja. Also der Status des Beiläufigen, des mit dabei haben, dass wir immer sowas oder Reklam, also man hat das ja eigentlich immer, man hat immer irgendwas dabei, dass man ja nicht in die Verlegenheit gerät, im Zug, im Stau, in der Straße, dass man irgendwie sagt, ich habe gar nichts zu lesen dabei und man kriegt da so Panikausbrüche. Das ist vielleicht in der Wahrnehmung, also auch im Zug oder so, ich nehme im Zug, auch interessant, nimmt man wieder, lesen die Menschen mehr wahr. Ja? Es gab mal eine Zeit, da waren die Tablets, da gab es da war das modern und schick, also auch als Statussymbol in den Zügen, keine schweren Bücher, ich habe mein E-Book, ich habe mein Tablet dabei, jetzt sieht man wieder, also fällt mir auf, sieht man verstärkt wieder, lesen die Menschen. Wobei jetzt im Zug wichtiger schon fast ist als die Technik, habe ich ein Taschenbuch dabei oder lese ich auf dem Tablet, kann ich überhaupt lesen? Also ich sehe viele Menschen, die einfach mit dieser Frage Maske und Brille und anlaufen, ich selber auch kämpfen, aber ein anderes Thema. Nein, Taschenbuch war, glaube ich, auch einfach eine Frage des Geldes, nicht nur, dass ich das überall gelesen habe, sondern das war einfach eine Möglichkeit, wahnsinnig viel Literatur mit wenig Gewicht und nicht so stark ins, vielleicht eine Sache, die man als 18-Jähriger anders wahrnimmt, als wenn man heute sagt, was kostet die Welt, dann nehmen wir doch lieber das gebundene Buch, macht mehr her. Mag auch sein. Also ich glaube, das liegt tatsächlich ein bisschen am Status. Also was macht das Taschenbuch her? Wie komme ich damit rüber und so weiter? Und ich sehe es auch, ich kann es nur feststellen. Es werden auf jeden Fall, also aus der Branche gesehen, aus der Branchensicht, Taschenbuch uneingeschränkt lieferbar. Also die kommen alle. Das kann man einfach feststellen. Ich fürchte, jedes Dünndruckausgaben, wo man dann irgendwie das... Wie so ein Gebet, wie so ein Gebetbuch. Oder hübsch gemacht, auch schön gemacht. Also auch in kleine Hardcover-Taschenbücher gibt es auch. Also man versucht da schon den Markt irgendwie noch zu durchdringen. Also die Lieferkette Hardcover-Taschenbuch, Buchclub, die steht und ist ungebrochen, würde ich sagen. Beruhigende Nachricht vor Weihnachten, die Lieferkette bricht uns nicht ab. Apropos Lesen, Leseexemplare, wir hatten uns die Tage mal drüber unterhalten, dass du natürlich in der einerseits beneidenswerten Situation bist, dass dir die ganzen Leseexemplare ins Haus schneien
und du ständig immer reinlesen kannst, mal reinschnuppern kannst. Andererseits ist das natürlich also nicht nur Lust, sondern auch Last, weil man denkt ja wahrscheinlich, da steht schon wieder eine Wanne und ich muss wenigstens mal irgendwie auf den Klappentext gucken, was, um worum es da geht. Welche Rolle spielen diese Leseexemplare, die es übrigens auch nie als Taschenbuch gibt, sondern irgendwie, das sind dann immer schon die fertigen, dicken Bücher, aber welche Rolle spielen oder welchen Druck üben diese ständig hineinströmenden Leseexemplare auf einen ernsthaft arbeitenden Buchhändler aus? Michael, das ist ganz einfach. Der Druck ist so groß, wie man ihn zulässt. Ja. Es ist klar, es gibt Leseexemplare und das ist jetzt aus der Abteilung, was macht der Buchhändler an Weihnachten oder in der Zeit, Übergang zum Frühjahr. Und da kommen tatsächlich, man hätte sie jetzt heute mitbringen können, aber wir reden hier nicht von Kilo, wir reden hier von Zentner. Also das sind bei uns, liegt schon mittlerweile in den Nebenräumen am Boden. So viel zum Thema Papierknappheit. Ja, zum Beispiel, ja, das sind ja auch nur die Vorschauen, das ist ja unfassbar, was sie da an Zentnern anreichert. Und ich tue mir ein bisschen leichter, man kann es auch sortieren. Also ich sortiere das dann nach Verlagen, die mich interessieren. Oder ist es Kinderbuch, ist es Jugendbuch, ist es Comic, ist es Hardcover. Und dann spürt man, da kann man das schon ein bisschen auseinandernehmen. Also der Markt der Leseexemplare ist ungebrochen. Also wir kriegen ordentlich viel und die prasseln jetzt alle rein. Und wer sein Geschäft halbwegs seriös betreibt, muss da natürlich reinschauen. Das muss man auch. Und nur ich kann es mir ein bisschen leichter machen, weil ich nicht jedes Buch anschauen muss. Ja, ich kann das beurteilen. Man sieht die Covers, man sieht die Zielgruppe. Wen soll das ansprechen? Mich spricht es auf jeden Fall nicht, aber das kann ich gleich mal weglassen und so weiter. Und da gibt's einige Filtermöglichkeiten. Mhm. Und das relativiert sich dann schon. Aber nichtsdestotrotz, die Leseexemplare sind da und wollen irgendwie verarbeitet werden. Und ich kann nur unsere Zuseher auffordern, wer da Lust hat, Leseexemplare mal anzusehen, die der Buchhändler nicht anschaut, also bei uns jede Menge, einfach nur abholen. Oh, okay. dann gibt es noch so eine andere Indikator, der ist noch ein bisschen mehr in die Zukunft. Die Leseexemplare sind ja die dann demnächst kommen oder parallel, aber dann gibt es ja auch den berühmten Titelschutz, also Menschen schon mal prophylaktisch, sicherheitshalber Titel schützen lassen für Bücher, die möglicherweise noch gar nicht geschrieben, aber eventuell schon angedacht sind. Ja, und da weiß ich, dass du immer mit dir rumträgst, wie andere Leute Taschenbücher, ein paar schöne zum Titelschutz angemeldete künftige Coversätze. Und da hätte ich einfach... wäre ich ganz wild drauf, dass du uns da ein paar von vorliest, weil die wirklich grandios sind. Also es ist so, der Titelschutz ist eine Form in der Buchhandelsszene. Wenn Sie ein Buch machen, wenn die Verlage Bücher machen, dann müssen Sie diesen Titel, sollte natürlich kein Titel sein, den es schon gibt. Also nimmt man diese Form, dieses System Titelschutz, man meldet den Titel an, damit er geschützt ist und jeder weiß, entweder der meldet sich ein Verlag und sagt, diesen Titel gibt es bei uns schon oder den gibt es eben noch nicht. Und für uns, also für mich, ist es immer Indikator für zukünftige Titel, die werden jetzt geschützt und werden irgendwann im Frühjahr oder im Herbst, werden die uns auf den Markt, werden die auf den Markt kommen oder auch nicht, je nachdem. Und ich kann Ihnen mal einfach ein paar Beispiele nennen, welche Titel jetzt in der nächsten Zeit geschützt worden sind. Also ich habe jetzt nur die kuriosesten, damit Sie mal sehen, was Sie da alles abschüttet. Also wir kriegen zum Beispiel, wenn alles gut geht, ein Buch, das heißt Die Dorfschullehrerin, was dein Schicksal will. Die kleine Waffelbäckerei am Meer. Ein weiterer Titel, wo kann ich bitte meinen Mann zurückgeben? Dann aus der Abteilung Krimi, Tannengrün und Semmelmord, mieses Spiel um schwarze Muscheln, der Tod hat immer Hauptsaison. So, jetzt noch ein paar Kuriositäten. Der Koch, der zu Möhren und Sternen sprach, auf sowas warten wir dringend. Ja. Oder auf zum Beispiel aus der Natur, Michael, Quallen altern rückwärts. Das ist ein Titel, der ist geschützt. Das wird so sein. Und dann gibt es noch das Schöne, eine
hodenlose Frechheit. Das sage ich nichts dazu. Bastei Lübbe zum Beispiel. Ja. Noch ein paar Beispiele, aber dann ist schon wieder gut. Der Kreissaalkönig. Dann haben wir hier Barfuß auf dem Rhein, das geht noch. Nie mehr Stress mit meinem jagenden Hund, das bestimmt wird, könnte Bestseller werden. Ja, auf jeden Fall. Was da drin verloren hat, mein erster Schwultag, das kann auch kann passieren. Und jetzt nur zum Schluss, damit es nicht als zu. Und ganz schön, ganz hübsch und zeitgemäß fand ich aus der Naturkunde, lasset uns beten. Und beten natürlich mit 2 E. Also, wir freuen uns auf das Buch, lasset uns beten, Michael. Sagenhaft, man wünscht sich plötzlich wieder eine dramatische Verknappung des Papiers herbei. Aber ich will gleich darauf sagen, es kann auch anders sein. Man braucht sich auch gar keine großen Gedanken zu machen, sondern man greift einfach auf das zurück, was es schon gibt. Der Schweizer Buchpreis dieses Jahr übrigens hat den Titel Die Erfindung des Ungehorsams. Und ich hatte irgendwie im Ohr, die Erfindung des, das Erfindung des, da gibt es doch schon ein paar Bücher. Ja. Und auf einmal klicken, habe ich also gleich eine Liste, die ich gar nicht ganz vorlesen kann, gefunden. Also es gibt bereits die Erfindung der Null. Das habe ich sogar gelesen. Das habe ich aber erst gesehen, als ich dann das Cover gesehen habe. Das ist ein Roman von Michael Wildenhain. Es gibt das Buch Die Erfindung der Kontinente, Die Erfindung der Träume, Die Erfindung der Hausfrau, Die Erfindung der Flügel, Die Erfindung der Zeit, die Erfindung der Leistung, die Erfindung des Dosenöffners, die Erfindung der Götter, die Erfindung der Hysterie im Zeitalter der Aufklärung oder auch die Erfindung der Kindheit. Also man muss nicht unbedingt einen Titel schützen lassen, der besonders originell ist, sondern man geht einfach auf eine bewährte Formel und hängt da was dran. Das Ganze gibt es übrigens auch. Jeder von Ihnen hat bestimmt ein Buch zu Hause im Regal, eine kurze Geschichte. Auch da gibt es eine inflationäre Auswahl. Es gibt die kurze Geschichte der Menschheit, eine kurze Geschichte der Zeit, eine kurze Geschichte der Trunkenheit, eine kurze Geschichte des systematischen Denkens, aber auch eine kurze Geschichte der Zukunft. Das macht mir am meisten Angst. Sollte nicht zu kurz sein. Also manchmal reicht es einfach, dass ich so einen bewährten Haken in die Wand schlage und hänge dann einfach irgendwie noch mein kleines Aperçu dran. So viel zum Thema Titel, ist ein unendliches, natürlich. Ein unendliches Thema. Man wundert sich ja, dass es tatsächlich immer nur Titel gibt, die es nicht gibt. Also ja. Ich wundere mich, bei diesem Titelschutz ist es ja interessant, dass man denkt, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Gibt es denn irgendwo einen Titel, den nicht irgendwo schon jemand erfunden, jemand in den Titelschutz gibt oder so? Ja, ja, es gibt noch genug und das Börsenblatt ist voll davon. Ja. Ja, und nicht alles wird ein Riesenerfolg, nicht alles wird ein Welterfolg, aber es gibt seltsamerweise immer wieder Bücher, die laufen und erzielen dann Auflagenzahlen, die man nicht fassen kann. Ich weiß, dass wir vor ein paar Wochen uns mal unterhalten haben, da hast du irgendwie gesagt, hast du das gelesen? Ja. 150 Millionen. Wo ist er? 150 Millionen Romane, das sind meine. Hier ist es. Da ist es. Von H.L. James, Gefährliche Liebe, 50 Shades of Grey. War ich total, total überrascht. Also von sensationellen Titel Zahlen. Titel hat jeder schon mal gehört. Haben natürlich gehört. Mhm. Und diese H.L. James war jetzt vor 2 Wochen in München. Und da kamen diese Zahlen wieder ins Spiel. Also von diesem 50 Shades of Grey, ein erotischer Roman in 3 Teilen, sage und schreibe, 150 Millionen Mal verkauft. Mhm. 150 Millionen Exemplare. Und das ist eine Hausnummer, da kann man nur staunen. Also wo kommt das her, wer liest das? In der Veranstaltung in München mit der Autorin war das Publikum laut Süddeutscher Zeitung 95% Frauen. Also da sehen wir auch Leser, LeserInnen natürlich. Und es ist erstaunlich, das sind Zahlen, also wer kennt H.L. James? Und trotzdem ist es ein Teil des Literaturbetriebs, wie wohl damals, also das weiß ich, ist ungefähr 10 Jahre alt, der Titel, und immer noch aktuell und hat damals auf dem Verlag schweren Umsatz gebracht. Also das ist Random House, da kann man nur staunen, wie oft, das sind ja diese Geschäfte, die einen ganzen Verlag retten durch solche Bestseller.
Und es gibt ja, wenn man es ein bisschen auf etwas seriösere Ebene bringen will, dann kann man sagen, der legendär bei Schöffling, also Literaturverlag Schöffling, lebt eigentlich ausschließlich vom Katzenkalender. Mhm. Also der berühmte literarische Katzenkalender, der schätzungsweise über 2/3 des Programms finanzieren, kann man machen. Also Querfinanzierung, ein guter Verlag schaffen. Kein Verlag würde sich schlagen lassen für 150 Millionen. Und es gibt tatsächlich, es sind die heimlichen Bestseller. Da kann man nur staunen. Ich habe nochmal einen mitgebrachten heimlichen Bestseller, weil wir jetzt aus einer ganz anderen Ecke. Aus einer ganz anderen Ecke. Und Sie werden staunen. Und wir haben hier Gregs Tagebuch. Gregs Tagebuch, 250 Millionen Exemplare. Gregs Tagebuch, eigentlich deswegen interessant, fand ich, weil es tatsächlich um einen richtigen Loser geht. Dieser Greg ist ein, in Deutschland würde man sagen, ein Mittelschüler, ist ja aus dem Amerikanischen, und dieser Greg ist sowas von Versager. Und eigentlich ist das Ganze, also die sind jetzt mittlerweile der Band 16, und ich finde dieses Gregs Tagebuch, ich habe heute Vormittag extra nochmal drin gelesen, es ist so lustig. Und auch für Erwachsene gut geeignet. Das ist aufgemacht, Leo, vielleicht kann man es ein bisschen zeigen, wie ein Comic. Und ist wirklich lustig, amüsant. Warum? Es ist eben keine Erfolgsgeschichte. Und alles, was dieser Greg uns erzählt, ist eigentlich nur, wie man erfolgreich scheitert. Und das fände ich sensationell. Mhm. Das muss man erst mal hier bringen. Das ist ein... Unter uns, würde ich sagen, ein philosophischer Einstieg in eine Kaskade des Scheiterns. Und ob ihr jetzt so wie hier in dem Band über Sport redet oder über seine Familie, also großartig. Mhm. Und sowas sind für mich interessante Entdeckungen, weil man da tatsächlich lernen kann, dass auch noch einen anderen Markt gibt, als nur den erfolgreichen Markt und darüber macht er sich auch lustig, über diese Erfolge. Und wie kann ich schnell ein Profisportler werden und Profisportler für Fortgeschrittene? Null. Gregs Tagebuch, mein Geheimtipp Wunderbar. Für alle. Wenn ich jetzt richtig zusammengerechnet habe, haben wir jetzt gerade mal eben 400 Millionen Auflage in ein paar Minuten mal abgehandelt, was ich auch nicht schlecht finde. Wir kommen noch zu einem Überraschungserfolg. Ja. Der hat keine 150 Millionen, auch noch keine 10, aber doch erstaunlich viele Bücher verkauft. Ist ein aktueller Titel aus diesem Jahr. Ja. Ein verrückter Roman, auch der, den haben wir zufällig beide gelesen, weil wir uns auch gegenseitig gesagt haben, den muss man lesen. Und das haben wir natürlich dann auch gemacht. Letelier, ein Franzose, Die Anomalie. Soll ich was dazu sagen? Ich bitte darum, Kurt. Ich sage dann auch noch was, aber jetzt sagst du mal was dazu. Ist jetzt aus dem Status eines Geheimtipps deutlich hervorgeschossen, ist mittlerweile auch in Deutschland, in der deutschen Literaturszene ein Bestseller geworden. Ein gigantischer Roman, also der Le Tellier hat den Prix Goncourt in Frankreich bekommen. Und ist in Frankreich, glaube ich, schon 1 Million Mal verkauft worden, bevor er zu uns rüberschwappte. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ja, das Buch hatte ich da, hat mir jetzt eigentlich die Anomalie, mag sein. Und dann ging das plötzlich, woher es kam, kann ich gar nicht mehr sagen. Ich vermute, ich habe es irgendwo im Radio mal gehört, um was es da geht. Und dann plötzlich ging das Buch richtig durch die Decke. Das ist ein Buch, Michael, ich glaube, das haben Sie die Leser selber entdeckt. Ich habe, glaube ich, nur eine einzige Rezension bis jetzt gelesen. Und es ist ein großartiger Roman, in drei Sätzen erzählt. Ein Flugzeug startet in London. In Paris. In Paris, nach New York. Und landet dort und die Menschen, die Passagiere werden kurz vorgestellt und verlieren sich, alles in Ordnung, Fall erledigt. So beginnt dieser Roman. Ein Vierteljahr später startet die gleiche Maschine in Paris mit denselben Menschen, selbe Pilot, selbe Schicksale drin und landen in New York.
riesige Aufregung, weil es kann eigentlich nicht sein, dass ein Flugzeug hier landet, das vor einem Vierteljahr schon gelandet ist, mit den gleichen Menschen drin. Und jetzt entsteht ein dermaßen turbulenter Auftrieb. Niemand weiß, die besten Wissenschaftler werden nach New York geholt, um dieses Rätsel zu lösen oder überhaupt zu klären, was eigentlich los ist. Und damit entwickelt sich ein Sog in dieses Buch hinein. Das ist unfassbar. Es ist kein Science-Fiction, es ist keine Besonderheit oder irgendwas. Es ist einfach nur ein unglaublich starker Roman. Und was, und dann bin ich auch fertig, was den Roman ausmacht, ist diese gigantische Idee von Letelier. Und wer dem nicht aufsitzt, diese Idee. Die Idee, da mal einmal so einen schönen Schnitt durch unser Zeitverständnis zu machen und ja, dann ist ja alles anders. Ja. Aber wie auch diese in ganz kurzen Biografien sind eigentlich alles kurze Erzählungen, ja, diese Schicksale von einzelnen Passagieren aufdröseln und wie er dann sozusagen auflöst, wie das für die Menschen ist, die damit konfrontiert werden, dass sie sozusagen 3 Monate ihnen fehlt im Leben, beziehungsweise ein anderer, der sie aber doch selber sind, diese 3 Monate gelebt hat. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ist aber in diesem Buch wunderbar aufgelöst und es ist wirklich, also ist auch nicht so dick, wollen wir auch noch sagen, es ist kein so ein Ziegelstein, es ist ein völlig überraschendes, irres Buch und ich habe vorher von dem Letelier genauso wenig gehört wie von Herrn Gurnah und absoluter Tipp. Und schön, dass so ein Buch auch von der Auflagenzahl her mal richtig hochgeht. Das ist auch mal tröstlich zu erfahren. Stimmt, Michael. Ja, und weil wir mehrfach heute Abend schon davon gesprochen haben, wie unübersichtlich der Markt geworden ist, wie schwierig das eigentlich ist, irgendwo noch zu sagen, naja, wenn die sagen und die, dann muss ich irgendwie mal gucken. Ist mir auch aufgefallen, Bücher haben Konjunktur, die gab es immer schon, aber im Moment besonders Konjunktur, die so eine Kompassfunktion übernehmen, so eine Lotsenfunktion durch die Literaturgeschichte. So, was muss ich lesen? Was hängt mit welchem Buch wie zusammen? Wir hatten letztes Mal bei unserem ersten Lesezeichen über Michael Maar gesprochen, der, glaube ich, mit das beste Buch dazu geschrieben hat, über seine Art, über Literatur zu lesen und auch zu sprechen und uns da mitzunehmen. Aber es gibt jetzt noch ein paar andere. Dennis Scheck hat jetzt eins vorgelegt, wo er so ein bisschen durch seinen Literaturkanon führt. Es gibt einen, wie heißt er, einen Herrn Kurzke, der auch so was Ähnliches geschrieben hat. Das geht zum Teil tief runter bis ins fast bis zu Walter von der Vogelweide und 18. Jahrhundert, 19., 20. Aber stimmt diese Beobachtung, dass es im Moment relativ erfolgreich auch Bücher gibt, die uns einfach so ein bisschen erzählen, ich erzähle euch die große Weltliteratur, indem ich euch über 4 Seiten reicht, irgendwie erkläre, was macht Weltliteratur aus und ja, also es ist tatsächlich festzustellen, also gesteigertes Interesse an diesen Lotsen und gleichzeitig sind auch die Protagonisten natürlich interessant. Also ich kann jetzt auch noch Rainer Moritz nennen, also der Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Und das sind alles Entertainer. Also das Entertainment, Literatur und Literaturgeschichte hat zugenommen. Michael Maar hat es bis zur Perfektion uns gezeigt, weil er auch uns Entdeckungen erklärt hat und aus Entdeckungen sich auch speist. Und das Interesse ist dafür groß. Es ist ja nicht so, dass die Literaturgeschichte nicht irgendwo, kriegst du in jedem Reklamheft, kannst du Literaturgeschichte. Ja, ja, das meinte ich nicht. Ich meinte eher so dieses Moderieren, auch mit einem eigenen Ton so und so eine eigene Schneise schlagen durch diese unglaubliche Menge von Büchern. Vielleicht, Michael, die Sehnsucht nach Orientierung in diesem großen literarischen Meer, in dem wir da uns schwimmen und hoffen, nicht unterzugehen. Und da vielleicht mit genügend Entertainment. Also Dennis Scheck ist ja also jetzt so als Entertainer, literarischer Entertainer bekannt. Ganz anders wie Reich Ranicki oder Karasek. Nee, das war eine andere Art. Das war ein anderer Stil. Und jetzt kommt da irgendwas auch ein bisschen leicht, aber mit
doch deutlich mit Tiefgang. Also bei Rainer Moritz kann ich das sagen, bei Michael Mahr kann man sagen, Kutzke ist dann schon wieder ein bisschen anders. Ja. Ja. Oder Böttiger. Genau. Es kommen jetzt auch mehr Bücher so über diese Jahrzehnte, literarische Jahrzehnte, die 60er Jahre, die 70er Jahre, die 80er Jahre. Also es gibt offensichtlich so einen Trend im Moment, so Epochen zu beleuchten oder auch rauszuschneiden. Ich glaube, dass das Interesse an literarischen Figuren, die jetzt auch vielleicht durch andere Medien wieder bekannt geworden sind, es ist jetzt von Tobin Roman über Thomas Mann, also das Interesse ist da. Ich habe hier auch noch einen über Erich Maria. Und Florian. Remarque, auch der ist inzwischen als Romanheld sozusagen, selber ja ein grandioser Romanautor, spielt auch eine wichtige Rolle beim Florian Illis, aber auch bei Michael Mahr. Das ist in der Tat auch, ja. Und das ist vielleicht nur, um das abzurunden, also Florian Illis zeigt uns ja auch, dass die Menschen interessant waren, nicht nur ihre Werke, sondern die Menschen und deren gegenseitige Beziehungen zueinander. Und diese Beziehungen waren ja außerordentlich teilweise desaströs, teilweise auch hochinteressant für uns als Außenstehende. Und ich glaube, dass das Interesse auch an der Literatur auch wieder da ist. Und die Figuren sind ja nicht ganz uninteressant. Also gerade die Agierenden, ob jetzt das der Thomas Mann oder Brecht ist oder die Randfiguren oder die Frauen vor allem, die da plötzlich eine ganz andere Rolle. Man spürt auch die Rolle der Mitagierenden. Und wenn das entsprechend stilistisch aufgearbeitet ist, und Michael Mahr kann das auch, dann kann man das durchaus als Bereicherung unseres literarischen Lebens sehen. Absolut. Wir haben jetzt etwa eine Stunde rum. Wir müssen an diesem Punkt mal einfach eine Warnung los. Ja, ja. Wir werden gerade, was so Bücher wie Florian Illis und auch Michael Mahr angeht, die sind einerseits natürlich, bringen die einem so viele, viele Werke in relativ komprimierter Form daher, aber die große Gefahr ist, also mir ging es jedenfalls so, sowohl bei Illis als auch bei Mahr, dass man ständig sagt, boah, das ist ja Wahnsinn, das muss ich lesen, sodass das eigentlich nicht den Effekt hat, dass man sagt, in einem Buch kann man ganze Epochen sozusagen sich einverleiben, sondern es führt eher dazu, dass man, das muss ich lesen, das muss ich haben, das muss ich haben, also es erweitertes Aufgabengebiet noch mehr. Das nur als Warnung, falls Sie irgendwie sagen, naja, das hätte er ja mal vorher sagen können, dass ich danach dann 20 Bücher bestelle, weil ich denke, das muss ich alles lesen. Also das muss man wissen bei dieser Geschichte. Und dann komme ich auch gleich schon zu einem nächsten Unterthema, was ein bisschen damit auch zu tun hat, nämlich Übersetzungen. Auch da von einem subjektiven Eindruck kommend, man hat das ein oder andere gelesen, vieles in jüngeren Jahren, Flaubert, Dostojewski zum Beispiel. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass ich dann lese, es gibt eine Neuübersetzung von Dostojewski, die alles auf den Kopf stellt. Wir sind beim Punkt Null. Alles, was bisher auf dem Markt war, war bemüht und das war ordentlich, hat aber mit eigentlichen Dostojewski nichts zu tun. Oder Flaubert, die Erziehung des Gefühls, gab es mal als schöne Manesse-Ausgabe, habe ich begeistert gelesen. Ich höre aber jetzt, es gibt eine Neuübersetzung und im Prinzip ist alles, was davor war, im Grunde genommen ja, nachrangig. Also ist das eine Beobachtung, dass man am besten warten sollte bis, ja, ich weiß nicht wie lange, ich glaube, dass die Übersetzung, von denen man jetzt sagt, das ist die endgültige, die wird vielleicht in 20 Jahren auch überholt. Entkommt man diesem Gefühl, immer wieder am Punkt Null anzufangen, nur dadurch, dass man die entweder alle gar nicht liest oder vergleichend nebeneinander, also wunderbar, wer die Zeit hat? Ich glaube, da ist was dran. Ob es ein Trend ist, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber es ist natürlich spürbar. Ich kann mich nur ganz gut erinnern, das ist jetzt auch schon über 10, 15 Jahre, Svetlana Geier, also diese legendäre Übersetzung aus dem Russischen, wo auch die Titel sich änderten, Verbrechen und Strafe. Ich sage nur, vom Wind verweht. Ja, das kommt jetzt. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Und das ist ein Trend. Klar, der Verlag beugt sich über die Bücher und sagt, wie sieht das aus? Ist die Sprache noch zeitgemäß? Was ist da zu tun? Es gibt hervorragende Übersetzer. Und
wenn ein Verlag sich das antut, das ist ja nicht ganz billig, dann weiß er schon, was er tut. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung, ohne dass ich jetzt Russisch kann, man kann sagen, das ist, man spürt diese Modernität ganz klar. Also weil das ist auch klar. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das überflüssig ist. Das ist bestimmt so. Und man kann alles immer wieder natürlich noch besser machen. Und natürlich sind manche Dinge durch die Zeit auch überholt und rücken uns jetzt da näher ran. Aber man hat manchmal so das Gefühl, dass da in den Darstellungen Unterschiede markiert werden, die dann so gewaltig sind, dass einfach Leute, die die alte Übersetzung gelesen haben, sich fühlen müssen wie jemand, der das falsche Buch gelesen hat. Und das vielleicht ist, das übertrieben, ist richtig. Und das, aber ich glaube auch, das sieht man auch, die Bedeutung des Übersetzers, Übersetzerin ist jetzt auch gewachsen. Das finde ich auch richtig so. Und das merkt man auch, wir haben auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, Michael, dass jetzt plötzlich die Übersetzer auch deutlich genannt werden. Zu Recht. Also zu Recht. Und dass das eine hohe Kunst ist und von allerhöchster Qualität zu übersetzen. Und dass man vielleicht, also ich weiß es nur von dem Übersetzer, der zwei Übersetzer, die in Augsburg wohnen, Lutz Kliche, er aus dem Südamerikanischen übersetzt, und Noel, Vorname, Andreas, sorry. Andreas Noel, Noel, der uns jetzt vor wenigen Jahren noch eine Neuübersetzung von Mitchell vom Wind verweht. Das E ist in der Übersetzung aus gutem Grunde, wie Andreas Noel uns. Und was ich sehr, mich sehr darüber freue, was ich wirklich richtig gut finde, dass auch die Übersetzer zu Wort kommen im Roman selber und dann am Schluss noch, wenn man Glück hat und wenn das gut gemacht wird, auch noch ein paar Seiten oder ordentlich Seiten bekommen, um die Übersetzungsprobleme nochmal zu verdeutlichen. Und das macht das Buch zu einer weiteren Bereicherung. Deswegen sehe ich das auch aus dem Französischen, die ganzen Klassiker. Elisabeth Edel ist da. Ja, würde ich da sagen, das lohnt sich. Das ist eigentlich, das ist interessant, das ist gut und wichtig. Und da sieht man, wie seriös und wie gut die Verlage da aufgestellt sind, um das auch wieder uns neu, als mit der neuen Lesart zu präsentieren. Und wenn man es vergleicht, muss man sagen, ja, das ist deutlich, das Verzopfte ist ein bisschen weg. Also, ist ja vielleicht auch ein guter Anlass, weil bei manchen liegt es ja doch schon ein bisschen zurück, zu sagen, naja, okay, ich nehme mir den Dostojewski oder den Flaubert nochmal vor in der jetzt gültigen und guten Übersetzung. Mhm. Kann ja ein Anlass sein, einfach nochmal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man sich das leisten kann, soll man ja eigentlich Bücher zweimal, dreimal lesen. Da muss man einfach ausblenden, was dann alles nochmal ein bisschen warten muss. Das ist das Schicksal, das wird immer so sein, das wissen wir. Ja, und dann noch ein Phänomen, was wir im Vorfeld mal besprochen hatten, was wir ganz kurz streifen wollen. Du nennst es den Schauspielerroman. Es gibt im Moment relativ viel erfolgreiche Romane, geschrieben von Schauspielern. Das letzte Beispiel ist Edgar Selge, der wahnsinnig gut besprochen worden ist überall und auch gut läuft, guten Erfolg hat. Es gibt die Bücher von Meyerhoff, es gibt den Herrn Brekel, einen Schauspieler, der Romane schreibt. Und es gibt tatsächlich auch noch einen, der sehr gut geschrieben hat, das ist der Bierbichler. Ja. Ist das jetzt ein Zufall oder interessiert die Leute einfach so ein bisschen auch, weil sie den Menschen, der das Buch geschrieben hat, schon so gut kennen oder glauben kennen als vertraute Person, ist dann auch irgendwie das Buch gleich mal mit so einem Vorschuss-Bonus unterwegs? Ich würde das gerne auch an unsere Hörer und Seher weitergeben. Es ist einfach nur auffallend, dass diese Wahrnehmung dieser Literatur von Schauspielern für meine Begriffe fast ein bisschen übertrieben ist. Und jetzt bei Selge und bei Meyerhoff war es auch auffallend, dass sich sein Beruf, also der Schauspieler, vermischt mit Literatur und oft auch die Prominenz auch den Zeitungen natürlich zur Auflage, was durchaus vielleicht berechtigt ist. Man kann sie in der Prominenz eines Schauspielers, Schauspielerin auch natürlich spiegeln und sagen, gut, das ist so bekannt, der ist schon bekannt, oder das kann man machen. Und mir fällt es auf, dass in Interviews, also gerade bei Selge, immer wieder gleich
auf das Schauspieler, auf den Schauspieler, auf die, seine Wahrnehmung als Schauspieler, die literarische Wahrnehmung, die verläuft sich dann. Also das fand ich jetzt interessant und auch manchmal ein bisschen schräg im Literaturbetrieb, diese andere Wahrnehmung, letztlich doch wiederum aus der Prominenz als Schauspieler heraus. Das wäre jetzt nachzuweisen, muss man aber nicht. Das ist einfach ein Phänomen, das auffällt. Und beide, sowohl Edgar Selge wie auch bei Meyerhoff, ist ja nur Duplizität. Beide kommen aus Anstalten. Also ja, die Väter das, aus das Anstalten. Ist mit Ärzten ja, als Väter. Gefängnis und ja, haben irgendwie so also, diesen so und dann Hospitalumfeld aus der psychischen, zu tun. Psychischen, ja. Also. Ja. Okay, das kann man tun, das kann man... Wenn man denn will, wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man das ein bisschen beobachten und vielleicht ein bisschen schmunzeln drüber, dass auch die Medien, die Zeitungen, es gab es immer wieder, also aus dieser Prominentin schreibt ein Buch und hat eine andere Wahrnehmung. Wir haben es auch selber erlebt in Augsburg, die Wahrnehmung von Andrea Petkovic, Tennisspielerin, auch das ist so hybrid, gute Autorin, gute Tennisspielerin, Petkovic, bekannt. Und so ist diese Wahrnehmung manchmal gut und manchmal nicht gut. Also das kann man einfach den Lesern überlassen. Hybrid, ich habe das Wort genau gehört. Wir sammeln ja schon seit unserer ersten Folge Lesezeichen, haben wir ja einfach, weil wir das auch immer wieder, wenn wir uns treffen, so ein bisschen austauschen, ist dir dieses Wort aufgefallen, hast du den Begriff gesehen? Hybrid ist einer, der mir zuletzt aufgefallen ist, der wirklich sehr, sehr gerne verwendet wird. Und ich habe noch, ich weiß nicht, wer erinnert sich an die Light Nights in Augsburg, wo diese ganzen Gebäude, Rathaus und alle schönen Gebäude schön mit Lichtspielen inszeniert worden sind. Und ich bin da mal an diesem Lastwagen vorbeigegangen, aus dem diese ganzen Projektoren kamen und fand den Namen dieser Firma einfach unglaublich, weil er so eins zu eins so direkt ist. Die Firma heißt nämlich begeistertsein.de. Aha. Das fand ich also ganz wunderbar, musste in meine Liste aufgenommen werden. Und schön finde ich auch den CSU-Einwand gegen manches, was die Ampel plant. In einem Wort, besser verdienenden Lastiker. Mhm. Also ein sehr schönes Adjektiv, besser verdienenden Lastiker. Und dann habe ich in einer Fußballreportage, man hört ja oft die Fuggerstädter mit Augsburg, die Fuggerstädter. Aber als dann der Reporter auf der Tribüne gesagt hat, die Puppenkistenstädter, da hat es mich dann doch kurz gerissen, weil das fand ich irgendwie auch gerade im Zusammenhang mit dem Fußballspiel ein bisschen ungewöhnlich, hat mir gut gefallen. Metaversum natürlich, unser neues Online-Universum, das Metaversum. Und man kam nicht dran vorbei, das Boostern. Und da fand ich, kam aus dem Saarland von der SPD-Wirtschaftsministerin, einer Landsfrau von mir sozusagen, der schöne Satz, wir brauchen mehr Boosterbusse vor Supermärkten. Oh. Also diese Komposita in der deutschen Sprache sind einfach grandios. Boosterbusse, dann hat man erst sofort irgendwie Umweltsorgen, dass das vielleicht irgendwie Boosterbusse, dass da hinten was Falsches rauskommt. Aber Boosterbusse. Super. Und dann habe ich noch das Bazooka-Syndrom. Was ist das? Das Bazooka-Syndrom ist eine Warnung eines Finanzministers aus Mecklenburg-Vorpommern vor der Umgehung der Schuldenbremse. Also Bazooka-Syndrom heißt ja praktisch, man schießt mit Geld um sich. Ach so, ah ja. Und da warnt er davor, also ein bisschen auf die Bremse zu treten. Das sind so meine kleinen Fundstücke aus den letzten Wochen. Da kann ich überhaupt nicht mithalten. Das glaube ich nicht. Wir haben, nachdem ich mir geschworen habe, ich nehme alles raus, was mit Pandemie zu tun hat, weil da gibt es ja viele, da gibt es wahrscheinlich viele, eigene Wörterbücher, da wird der Langenscheid schon drüber brüten, über den, was uns da alles vorgesetzt wurde. Mir ist nur zwei Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Ich war vorige Woche in Frankfurt, bin ich mit dem Zug gefahren, wieder mal wunderbar. Im Speisewagen mit viel Lektüre, mit Tageszeitungen, es war ein Traum. Und dann kam eine Durchsage und da war plötzlich davon die Rede, es geht dann um die Unterwegsbahnhöfe, also ein Wort, Unterwegsbahnhöfe. Und dann habe ich das so gehört, was ist denn das? Habe es mir sofort aufgeschrieben und
wusste nicht, was das ist. Das taucht einfach in dem Zusammenhang auf. Zwischen A und B gibt es Unterwegsbahnhöfe. Und jetzt habe ich mich dann natürlich schlau gemacht. Also Unterwegsbahnhof bezeichnet einen Bahnhof oder Haltepunkt der Eisenbahn, der zwischen anderen Bahnhöfen liegt. Also was immer das bedeutet, schön, zwischen zwei Bahnhöfen ist der Unterwegsbahnhof. Aber es scheint mir noch nicht ausgeschöpft. Ja. Möglicherweise im nächsten Roman von Le Terrier, der Unterwegsbahnhof, einer, der an dem einen Tag noch da war und am nächsten Tag ist er irgendwie schon 150 Kilometer weiter als Unterwegsbahnhof, weiß man nicht. Und einen habe ich noch, sonst hätte ich wirklich nur diesen netten Unterwegsbahnhof mitgebracht. Aber es ist mir heute früh ein Wort aufgefallen, dass ich mir jetzt gedacht habe, komm, das hauen wir jetzt heute noch raus. Und zwar in Meitingen wird über den Lech eine Brücke gebaut und das ist eigentlich nichts Spektakuläres. No. Und man wollte natürlich mit dieser Brücke nur für Fahrrad und Fußgänger, das konnte man jetzt nicht so in die Zeitung stellen, dass da eine Brücke gebaut wird. Und deswegen haben sie gesagt, der Erlebnissteg kommt. Der Erlebnis, ja, das ist also natürlich ist es noch ganz wunderbar. Also das haben wir gedacht, ja, das macht dann geil was her. Ja, so, das ist wie mit Neuübersetzung. Wenn du heute sagst, es kommt eine Brücke für Fußgänger und Fahrer, da sagen alle, ach Gott, aber der Erlebnissteg ist... Bitte. Sehr schön, ja. Erlebnissteg. Wir sind auch auf unserem Erlebnissteg schon mehr oder weniger auf der letzten Treppenstufe und wollten Sie natürlich nicht entlassen, ohne ein paar kleine Weihnachtstipps zu geben. Ich meine, findet man überall und jeder hat wahrscheinlich auch schon eine kleine Liste im Hinterkopf, was so zu Weihnachten verschenkt werden könnte oder auch für sich selber ein schönes Geschenk wäre. Zwei, drei kleine Tipps hat jeder von uns dabei. Ich hab mich eigentlich konzentriert, Michael, wenn du gestattest. Ich gestatte alles. Dass ich nur ein paar Krimis, ein paar spannende Romane, weil über die Literatur, über das Belletristische haben wir ausführlich gesprochen. Mhm. Unsere Neigungen sind zutage getreten, lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn jemand noch gute, spannende Krimis lesen will, um diese Winterzeit herum, würde ich jetzt vorschlagen, Castle Freeman, Herrn der Lage, einer der interessantesten aus den USA, großartiger Roman, ich gehe jetzt gar nicht ins Detail, ich stelle es einfach nur vor, Colin Neal, Nur die Tiere aus Frankreich, auch wieder in der Provinz, großartig. Und mein Liebling natürlich, Martin Tart, Der Nachtstimmer, großer Unterhaltungsroman. Und alles andere ist aus meiner Sicht gesagt, nur... Ja. Möchte ich noch, was wir nicht mehr hören wollen, da möchte ich jetzt noch ein paar Beispiele, ganz, wir haben noch so viel Zeit, zwei, drei kleine Beispiele, was wir aus der Krimi-Welt nicht mehr hören wollen. Und das finde ich immer wieder wunderbar und das wird Ihnen auch bekannt vorkommen. Immer wieder diese Muster und wir können es nicht mehr hören. Und es ist immer wieder, taucht es auf, ich zitiere, er hörte das Blut in seinen Ohren rauschen. Ein greller Schmerz durchzuckte ihn. Der Schmerz erfasste jede Zelle in seinem Inneren. Der Frust entlud sich wie ein Gewitter und meine Kopfhaut begann zu kribbeln. Und als die Verleger, die werden auch nicht gescheiter und kündigen ihre wunderbaren Kriminalromane so an, zum Beispiel, was wir nicht mehr hören wollen, aus der Abteilung, was wir nicht mehr hören wollen, aber immer wieder, eine einzigartige Mischung aus Mysterium und Noir-Fiction macht süchtig. Damit gerieten sie in tödliche Gefahr und ein unheimlicher Mörder treibt sein Unwesen. Und herrlich. Heute, zuletzt Augsburger Allgemeine, wieder einmal mehr, damals entdeckt von Max Gold, die grausigen Funde. Ja. Heute wieder Augsburger Allgemeine, wunderbar, eine Begegnung mit den grausigen Funden. So, das war's aus meiner Sicht. Da wackelt der Erlebnispfad. Das ist unglaublich. Steht. Ja, ich habe auch nur ganz kurz... Peter Stamm, das Archiv der Gefühle, habe ich auch jetzt gerade erst gelesen. Und deshalb bin ich noch ein bisschen erfüllt davon, was das für ein wunderbar stilles Buch ist über eine sehr, sehr interessante Existenz. Ein Mann, der als Archivar bei einer großen Zeitung gearbeitet hat. Aber das Papierarchiv wird natürlich abgeschafft, das braucht niemand mehr. Und dann schafft er es tatsächlich, dieses Archiv dem Verlag abzukaufen und geht damit sozusagen in Ruhestand, baut das in seinem Keller auf und führt es nur für sich weiter.
und findet immer neue Begriffe, immer neue Mappen, die er dann aber gar nicht mehr füllt. Es reicht ihm dann am Ende, die nur zu beschriften. Der andere Hintergrund dieses wunderbaren Romans ist eine Liebesgeschichte, die ganz spät sich dann doch überraschend entfaltet. Und als Freund von dicken Büchern, obwohl ich ja ein Langsamleser bin und das eigentlich lassen sollte mit den dicken Büchern, aber ich kann nichts dafür, es ist so dick, es hat, glaube ich, fast 1000 Seiten. Patricia Highsmith, die Tagebücher, muss man auch nicht in einem Rutsch durchlesen, muss wirklich grandios sein. Ich habe es selber noch nicht gelesen, habe aber ein gutes Gefühl damit, das Ihnen hier trotzdem schon zu empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt angehen und lesen. Und ja, ich glaube, dabei belassen wir es jetzt mal. Ich habe tatsächlich einen vergessen, den habe ich jetzt gerade auf meinem Beilagentisch gefunden. Eine herrliche Empfehlung für lange, lustige, amüsante, anspruchsvolle Winterabende. Lesen Sie Mark Twain. Also diesmal, da sind wir wieder bei den Klassikern, Michael. Ja. Also ich habe den jetzt die letzten paar Tage gelesen, ich habe so viel gelacht. Es ist eine Reise, Mark Twain als Reporter für eine amerikanische Zeitung, reist nach Europa, nach Israel. Und was er da erlebt und wie er das beschreibt, es ist so köstlich. Also es ist für mich als eine große Offenbarung, Mark Twain wieder zu lesen. Das heißt, Mark Twain unterwegs mit den Arglosen in einer außergewöhnlich schönen Ausgabe der Büchergilde Gutenberg. Kann ich nur empfehlen, es sind kleine Stahlstiche mit drin. Aber wer sich wirklich amüsieren will, man kann da laut heiß lachen, wenn man es laut vorliest. Machen Sie sich einen schönen Abend, vielleicht sogar zu zweit. Sie werden es nicht bereuen. Danke, Michael. Wunderbar, ist schon gedruckt, keine Sorge, das Papier ausgeht zu Weihnachten, das ist vorrätig. Ja, wir kommen zum Ende. Ich habe jetzt noch eine Überraschung für dich, das haben wir wirklich vorher nicht bedacht. Wir haben ja jetzt heute Abend unser zweites Lesezeichen gehabt. Ja. Das erste war am 1. September, jetzt 1. Dezember. Und wir haben dann gesagt, wir machen im Drei-Monats-Rhythmus weiter, das wäre dann der 1. März. Jetzt habe ich aber festgestellt, der 1. März ist der Faschingsdienstag. Stört uns das? Nicht im Geringsten, das ist eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung. Ja, da kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir hören und sehen uns dann wieder am 1. März zu Lesezeichen Nummer 3. Bis dahin sammeln wir wieder Bücher, wir lesen Bücher, wir sammeln Wörter, wir schauen uns um, was uns so auffällt und reden einfach drüber und ja, sagen auf Wiedersehen aus der schönen Stadtbücherei. Bei unserem Aufnahmeleiter und Techniker und Freund Leo Schenk, der uns da so wunderbar betreut. Und bei unserem Publikum Arno, auch mal interessant. Ein Mann-Publikum, aber immerhin jemand, der uns wahrnimmt und den wir wahrnehmen können. Vielen Dank auch von meiner Seite, Michael, vielen Dank für die viele Arbeit und für die wunderbare Moderation und den Lotsen durch diesen Abend. Ja, schönen Abend Ihnen noch und jetzt dürfen Sie anfangen zu lesen. Dankeschön.